Wir haben in der gesamten Stadt 80 Filialen und diese Filialdichte, die wird auch beibehalten. Wir teilen das Ganze zusätzlich auf in 8 Regionen. Das heißt, wir wollen 8 Kopfstellen bilden, denen dann 8 bis 10 Filialen zugeordnet sind. In den Kopfstellen haben wir ein breiteres und umfangreicheres Beratungsangebot als in den Filialen. Aber auch in den Filialen bieten wir eine Rundumberatung von der normalen Liquidität, Vorsorge, aber auch Vermögensanlage. Die Kopfstellen selber haben zusätzlich Spezialisten, zum Beispiel im Versicherungsbereich, und haben zusätzlich Gewerbekundenbetreuer, damit auch der Gewerbekunde in der Fläche nicht jetzt in die Zentrale fahren muss, sondern in der Fläche mit betreut werden kann. Dort sind die mit angesiedelt in diesen 8 Kopfstellen. Wir wollen damit die Beratung in der Fläche stärken. Wir wollen damit für den Kunden vor Ort mit Kompetenz zur Verfügung stehen. Wir sehen dabei den Kunden und seinen Kundenbedarf im Mittelpunkt und nicht einen bestimmten Vertriebskanal. Denn wir sind sicher, der Kunde, mal entscheidet er sich über Internetkonditionen, mal Angebote, mal Informationen. Aber für eine komplexe Beratung, zum Beispiel in der Finanzierung oder auch in der Geldanlage, braucht er einen Sparlingspartner, um zu priorisieren, um alles abzuwägen. Wir wollen damit in der Fläche für den Kunden vor Ort da sein und eine intensive persönliche Kundenbeziehung pflegen, die natürlich ergänzt wird durch die verschiedenen Kanäle, die der Kunde wählt. Die normalen Kanäle von Internet, Online-Banking, Telefonbanking, Chats kennen wir alle, nutzt der Kunde unterschiedlich intensiv und zu unterschiedlichen Themen. Zusätzlich wird es beginnend in den Beratungscenter-Standorten die sogenannte Videoberatung geben. Wofür brauche ich die? Die kann ich einfach mit Spezialisten zuschalten. Also ich sitze mit meinem persönlichen Berater vor Ort im Beratungszimmer in dem Beratungscenter und dann taucht eine Frage auf, zum Beispiel zur Vermögensübertragung, zur Videoberatung. Gründe ich eine Stiftung und da sind die Spezialisten nicht in der Fläche verteilt. Dann kann man über eine Videozuschaltung mit dem Spezialisten in Dialog gehen. Man hat selbstverständlich seinen persönlichen Ansprechpartner dabei und über den Bildschirm wird der Spezialist über einen Videokanal dazu geschaltet. Dass du sagst, ja okay, wie geht es mit einer Vermögensübertragung? Gibt es Themen speziell im Fördergeschäft, wenn ich eine Immobilie saniere? All diese Dinge. Und somit bleibt der persönliche Kontakt zum Ansprechpartner. Aber es gibt einfach zusätzlich und dann halt auch visualisiert, Mensch, wer ist das, mit dem kann ich da reden? Dann auch mit übers Video. Der Kunde braucht natürlich seine Kamera. Ist klar, wenn der Kunde über die Kamera freigeschaltet ist, muss er aber nicht, weil er hat von uns den Berater auf dem Bildschirm. Und wenn der Kunde freigeschaltet ist, dann ist natürlich auch der Kunde für uns sichtbar, aber muss er nicht. Sondern der Kunde sieht den Betreuer über den Bildschirm, der bei uns im Beratungszimmer ist und kann da praktisch richtig in Dialog gehen, bloß dass es halt nur ein Bild ist und nicht die physische Anwesenheit. Das Gute daran ist, dass selbst wenn der nur über den Bildschirm da ist, der Spezialist, es ist eine persönliche Kommunikation. Ich habe einmal meinen festen Bankbetreuer bei mir. Der ist sowieso physisch da, da habe ich eine Kundenbindung, da kann ich direkt fragen und antworten. Und ich habe über den Bildschirm einfach eine persönliche Kommunikation, weil ich ein Gesicht habe, weil ich in den Dialog gehe und weil ich nicht nur die Sprache habe. Wir kennen das aus dem Privaten, wenn die Kinder, wenn die Eltern über Skype, das Ganze was anderes, als wenn man nur telefoniert hat. Das kann man, denke ich, über eine Videoberatung einfach auch gut leisten. Dankeschön. Ich sage danke.